Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotutorial. Heute geht es einfach darum, wie du solche Ösen in einem Bündchen oder einen anderen Ort an einem Kleidungsstück einschlagen kannst. Und wie Einschlagösen funktionieren, das zeige ich dir jetzt. Um nun Einschlagösen in ein Bündchenstoff einzuschlagen, ist es zum einen wichtig, dass man das Bündchen hier unten ein bisschen mit Fleseline verstärkt, weil Bündchen sonst sehr weich sind und dann die Einschlagöse ganz leicht wieder herausrutschen kann. Ich habe mir hier auf dem Stoff schon mal markiert, wo ich meine Einschlagösen einschlagen möchte und muss jetzt nur noch einmal schauen, dass ich quasi hier schon mal die Löcher vorbereite. Dafür ist bei den Einschlagösen immer so ein Werkzeug dabei. Diese obere Seite hier ist dafür da, dass ihr damit die Löcher vorbereiten könnt, und diese Seite ist dafür da, die Öse dann tatsächlich nachher in dem Loch zu verschließen. Also, ich bereite mir das Ganze jetzt hier einmal vor, um das Loch einzuschlagen. Dafür lege ich mir immer ein Holzbrett unter meine jeweilige Position der Öse, und im nächsten Schritt nehme ich mir eine Nähnadel beziehungsweise so eine Stecknadel. Und du siehst hier, ich weiß nicht, wie genau du das sehen kannst, dass hier in diesem kleinen Werkzeug, das bei den Ösen dabei ist, hier ein Loch drin ist. Da kann man dann so die Nadel durchstecken. Ich stecke also die Nadel hier durch dieses Loch rein und stecke die Nadel dann in die Markierung, wo die Öse ist, und lege dann mein Werkzeug so drauf, dass die Nadel mittig in diesem kleinen Loch ist. Und anschließend nimmst du dir einen Hammer und haust hier einmal kräftig oben drauf. So, wenn du da nun kräftig oben drauf gehauen hast, dann siehst du hier schon mal die Markierung, wo die Öse sitzen soll. Und häufig ist es so, dass es nicht wirklich scharf genug ist, und deswegen schneide ich mir das Ganze hier jetzt nochmal mit einer kleinen Garnschere aus. Denn je nachdem, wie viele Lagen du hast, musst du entweder sehr, sehr kräftig hauen oder eben nachschneiden, wie ich hier. Nachdem du jetzt hier dein Loch ausgeschnitten hast, geht es mit dem nächsten Schritt weiter. Die Einschlaghülsen haben zwei verschiedene Teile. Es ist einmal ein Teil, das aussieht wie so ein kleiner Trichter mit einer nach oben gestülpten Hülse. Und dann ist es einmal so ein Ring, der zwei verschiedene Seiten hat. Zum einen hast du hier eine Seite, da kannst du so ganz leicht einen Fingernagel reinschieben. Und dann hast du eine Seite, die komplett geschlossen ist. Den Ring hier mit der Erhöhung schiebst du von der rechten Stoffseite durch dein eben eingeschlagenes Loch. Platzierst ihn dann auf diesem kleinen weißen Tool, was in der Lieferung bzw. halt in der Packung der Ösen inbegriffen ist, einmal oben drauf, und legst dann darauf den Ring, und zwar mit der offenen Seite nach unten. Wenn du das gemacht hast, nimmst du das andere Werkzeug, was dabei ist, legst es einmal mittig, auch ebenfalls auf diesen Ring, und kannst dann mit beherzten Hammerschlägen deine Öse schließen. Nachdem du jetzt ordentlich gehämmert hast, hast du deine Öse eingeschlagen und bist fertig und kannst dann die nächsten Ösen ebenfalls auf deinem Bündchen oder wo auch immer du diese Öse einschlagen willst, einschlagen.
man Einschlagösen in Bündchen oder andere Stoffteile reinschlägt und du weißt jetzt ganz genau, wie das funktioniert. Ich würde mich über einen Daumen hoch zu diesem Video freuen und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns hier jetzt jeden Donnerstag zu einem kleinen Nähtutorial wieder treffen und du vielleicht meinen Kanal abonnierst. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nähen und Ösen einschlagen. Tschüss!